Und derjenige, der es ausgepackt hat, der hat nicht fertig gearbeitet. Steht dann auch in wunderschöner Schrift: Wer schnell fährt, muss schnell bremsen. Das heißt, du musst schneller sein. Du musst schneller sein als Nils. Der ein oder andere sagt, wieso? Viel zu klein. Na? Brauchst Hilfe? Nee, ich kann das schon. Ich bin ja schon groß. Darum geht's ja. Wenn die Gabel eingeschlagen ist, ready for take off. Du fließt über den Lenker. Ganz einfach. Ja, jetzt haben wir hier ein Rad ohne Motor und ohne Batterie. Was ist da los? Ohne Motor, ohne Batterie und gleich ohne Schutzfolie. Ja. Und Schutzbleche sind da auch nicht dran. Brauchen wir auch alles nicht, weil das Rad ist trotzdem wunderschön, aber nicht nur wunderschön, es ist auch super schnell, weil es ist immer noch das schnellste Straßenrennrad der Welt und daneben kann es sich sogar noch sehen lassen. Ja, und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und dem Simplon Pride 2. Moin erstmal. Und ja, Dieter hat es schon gesagt, Simplon Pride 2. Ich würde jetzt sagen 2. Klingt auch irgendwie gut. Und Simplon will ich nochmal sagen. Es gibt ja diesen Simplonberg, oder den Simplon Pass, der ist in der Schweiz. Der ist, glaube ich, echt schön. Und daher kommt der Name Simplon. Und wir haben aber auch in den letzten Wochen schon mal ein Rad aus der Schweiz vorgestellt. Ist auch ein sehr schnelles Fahrrad. Das hatte aber einen Motor, das hatte einen Heckmotor und war aus dem Hause Stromer. Viele Grüße an dieser Stelle. Und für alle, die sagen, nee, brauche ich nicht, schnell, aber trotzdem, da würde ich dann schon sagen, es ist das Pride 2. Und damit du mal siehst, was hier so dran ist, was dich hier so erwartet bei so einem Pride 2, gucken wir uns das mal so ein bisschen im Detail an. Ist das eigentlich richtig, dass der so hoch aussieht? Musst du da wirklich so draufhängen? Ja, vielleicht ist der jetzt maximal rausgezogen, aber den könnte man... Hat die Konstruktion oben auch, von dem Sattel oben, da sind ja so zwei Mutterschrauben drin. Das habe ich noch nie gesehen. Ist halt alles speziell bei diesem Rad. Aber noch viel spezieller, oder warum es eigentlich zum schnellsten Rennrad der Welt wird, das ist natürlich die Aerodynamik. Aber ja, jetzt habe ich mir das schnellste Rennrad der Welt gekauft. Was ist dann mit meiner Motivation? Und ich finde, klar motiviert einen das garantiert, mit diesem Rad zu fahren, aber ich finde auch immer so, bei Simplon ist schon in meinen Augen ein Fahrradhersteller, der wirklich Wert auf Details legt, der es schick macht. Also ich finde das ganze Rad schön und ich finde auch die Details schön und auch auf jeden Fall bemerkenswert. Und ein Detail, was mich immer reizt, weil ich weiß immer selbst nie, was erwartet mich eigentlich, ist nämlich, wenn ich mal den Lenker komplett einschlage, ich sehe es zwar während der Fahrt nicht, aber hier ist zum Beispiel so ein Aufdruck und da steht dann drauf, ready for takeoff. Und ich finde das geil. Also mich würde es jetzt, wenn das jetzt mein Rad wäre, würde ich sagen, alles klar, jetzt geht's los. Guck an, was macht er jetzt hier? Ja, besonderes Rad, ne? Muss man auch besondere Maßnahmen ergreifen. Ich weiß ja, dass jeder gerade gedacht hat, ja, und was ist, wenn ich gerade ausfahre, dann kann ich ja nicht sehen, was auf der Gabel steht. Darum geht's ja, wenn die Gabel eingeschlagen ist, ready for take off, du fließt über den Lenker, ganz einfach. Ja, und danach bist du wieder ready. Richtig. Na? Nee, das ist ja die eine Sache so, aber ich finde so, das sind so die Kleinigkeiten, die Details an so einem Rad. Und hier steht dann auch in wunderschöner Schrift, you can do it. Kannst du jederzeit drauf gucken und ich würde jetzt behaupten, jeder, immer wenn du drauf sitzt, wird das dich motivieren während der Fahrt. Und um mit diesem Rad noch schneller zu fahren. So, aber das ist ja nur ein Aufkleber, nur ein Schriftzug. Ja, hier ist natürlich noch mehr drin. Ne? Ja, wir wollen die Komponenten sehen hier. Genau, wir wollen uns Komponenten angucken. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken uns aber als erstes die Bremsen an. Wir haben ja hier so ein schönes schwarzes Fahrrad mit wirklich sehr gelungenen Applikationen. Allein so die Schriftzüge hier, ja, sieht so aus wie Edelstahl gebürstet, aber braucht man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Aber wir haben hier einen Carbonrahmen, völlig logisch. Alles andere wird keinen Sinn machen. Wenn wir uns mal die Ausstattung von diesem Rad angucken, das ist mit der SRAM Red ausgestattet, das ist mit die hochwertigste Schaltbremsgruppe, die wir so am Markt finden können. Hier vorne haben wir eine 160er Bremsscheibe. Und
den SRAM Red Bremssattel. Ich weiß nicht, wieso die Gruppe jetzt Red heißt. Dieter, weißt du das? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie nicht rot. Sie ist in dem Fall hochglanzpoliert, hochglanzverdichtet. Ich finde, gerade in dieser Kombination macht es das Rad noch schöner. Ich glaube, wenn du den Brennerpass volle Kanne runterfährst und immer bremst, dann wird das immer noch rot. Also am Brenner kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ganz frisch, da sind so viele Baustellen, da brauchst du reelle Bremsen. Ja, wirklich, das ist eine Baustelle nach der nächsten, ist nicht so ideal. Wer schnell fährt, muss schnell bremsen. Allein das klingt schon gut, aber jetzt geht es einfach um die Bremse. Hinten haben wir, ich würde jetzt sagen, genau das gleiche Bremssystem wie vorne. Auch wieder den wunderschönen polierten Bremssattel. Die Bremsscheibe, die 160er in leichter Waveform, siehst du einmal für optimale Kühlung, aber auch hier noch zusätzlich, also es ist eine zweiteilige Bremsscheibe, kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, mit einem Aluminiumkörper. Hier eine Bremsfläche aus Stahl. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Legierung wir hier haben. Das verrät uns so einfach immer keiner. Aber man sieht auf jeden Fall zwei verschiedene Materialien. Man sieht die Form, auch die Lüftungslöcher und auch gleichzeitig hier die Form vom Alukörper, die auch gleichzeitig für eine Kühlung sorgt, wenn dieses Rad wirklich im absolut harten Einsatz ist. Und ich habe ja ganz zu Anfang schon gesagt, dieses Rad ist wirklich schön, aber noch schöner macht es, wird es ja durch diesen Wahnsinnslaufradsatz. Hier haben wir eine Flankenhöhe von 80 mm, das ist schon recht ordentlich. Und unschwer zu erkennen, DT Swiss Laufradsatz ARC 1100 ist hier verbaut. Hab ich so konfiguriert, ich habe das Rad selbst so konfiguriert. Es ist auch eine 61er Rahmenhöhe. Ich habe so gedacht, kann ich mich auch selbst draufsetzen. Aber oft ist das ja auch so mit den Rädern, die ich für mich selbst bestelle. Da ist auch meistens jemand, der sagt, ey, wenn du dir das bestellt hast, möchte ich das jetzt aber gerne haben. Mal gucken, wie es jetzt mit diesem Rad wird. Vielleicht fahre ich ja tatsächlich mal drauf. Reizt mich auf jeden Fall. Das heißt, du musst schneller sein. Du musst schneller sein als Nils. Ob ich jetzt wirklich die Performance von dem Rad, ob ich die selber auch habe, da können wir uns drüber streiten. Aber ich gucke das Video jetzt gerade und denke so, nee, also der Hogendorn, das geht gar nicht. Ich muss das sofort kaufen. Wo steht das denn, das Rad? Das haben wir ja wirklich hier. Wo das steht? Also das steht am Esch 2 in 26349 Jadaberg. Das ist ein Fahrradgeschäft. Ein cooler Laden. Coole Leute arbeiten da auf jeden Fall. Und wenn du zu uns kommst, dann würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, buch vorab einen Termin zur Fahrradberatung. Und die Fahrradberatung, da gehört auch immer gleichzeitig eine Art Bike-Fitting dazu. Ich sage immer Ergonomieberatung. Ich weiß aber, im Radsport geht es immer um Fitting. Dieses Rad ist ein Sportgerät, das kann man nicht anders sagen. Es ist zum Sport machen, ist aber auch zum Wettkampffahren, ist ja ein UCI-konformes Rad. Haben wir im ersten Teil vom Pride 2 schon mal drüber berichtet, als ich das Video mit dem Daniel gemacht habe, unserem Werkstattleiter, ehemaliger Triathlet. Der hat da wirklich sehr detailliert darüber erzählt. Hier ist jetzt eine kürzere Form. Aber zurück zum Bikefitting. Vor der eigentlichen Probefahrt oder vor der Fahrradberatung starten wir immer mit einem Bodyscanning. Das heißt, du wirst einmal ausgemessen. Dann gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du hinterher wirklich, dass wir wissen, jo, alles klar. Das Rad erfüllt auch deine Vorstellungen und passt zu deinem Einsatzzweck. Und dementsprechend errechnet das System dann hinterher deine optimale Sitzposition. Klar, gerade im sportlichen Bereich kann man immer noch mal hier nachjustieren, aber wir haben eine Basis, die wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe schon einige Radsportler mal ausgemessen mit dem System. Ich hatte nahezu ein identisches Ergebnis und das hat mich letztlich so überzeugt, dass ich auch genau weiß, kann mir auch jeder erzählen, was er möchte. Das System ist genau, das ist wirklich super und wie gesagt, das Ergebnis war nahezu identisch. Es ging um Millimeter, klar, aber die können wir hinterher auch immer nachjustieren. Also es ist nie in Stein gemeißelt, was da rauskommt. Deswegen, das einmal an dieser Stelle und darum den Termin. Das Spannendste überhaupt oder auch das Herzstück, wie man es jetzt nennen möchte. Ich hätte jetzt gesagt, es ist eine Kurbelgarnitur, aber nicht irgendeine. Mann! Na? Nicht irgendeine ist auch, kann ja gar nicht anders sein.
Bei Simplern haben wir auch immer eine sehr reine Gruppe verbaut. Finde ich auch mal wichtig zu erwähnen. Alleine so, wenn man Simplern hat, klar, aber auch wie ist es generell bei Simplern. Und hier haben wir natürlich dann auch passend zum Rest die SRAM Red Kurbelgarnitur und hier mit einem 4835 Version. Und ich finde, diese Kurbel ist mit die schönste, die wir am ganzen Markt haben. Gerade in dem sportiven Bereich. Ich finde es immer, wenn sobald diese Kurbel drauf ist, sieht das ganze Rad nochmal anders aus. Kann man natürlich auch, jetzt ist das Pride 2, wenn man jetzt ein Chiaro nimmt oder ein Pavo oder so, bei dem Rennrad, wenn man es da konfiguriert, das macht was mit der Optik. Die sieht einfach cool aus. Ich finde es, wie gesagt, ist mit die schönste Kurbelgarnitur, die so am Fahrradmarkt zu bekommen ist. 48er Kettenblatt. Der ein oder andere sagt, wieso? Viel zu klein. Na, weiß ich. Viel zu klein, geht ja gar nicht. Ja, vor ein paar Jahren würde ich sagen, war das so. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass wir hier ein Ritzelpaket haben von 10 zu 33, dann hebt sich das alles wieder auf, weil wir haben trotzdem eine richtig lange Übersetzung im größten Gang. Damit schnell fahren, bin ich mir sicher, das klappt. Brauchst du dir keine Gedanken drum machen. Ne? Aber wahrscheinlich wusstest du das auch. Aber kann ja auch sein, dass du noch aus der Zeit kommst, in dem man immer mindestens 50 Zähne oder noch mehr hatte. Ne? Gibt es ja auch. Oder ja, je nach Kassette, klar, bin ich auch bei dir. Wenn du hinten einen Elfer hast, dann brauchst du vorne mehr. Dann hast du natürlich vollkommen recht. So, aber darum geht es nicht. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuschauer, der es aus Neugierde guckt, was ist das für ein Rad, sieht ja schon irgendwie geil aus, aber braucht es nicht. Aber möchte einfach mal so wissen, was gibt es eigentlich an Technik, was ist so der Stand der Technik. Also wir haben ja wirklich High-End, das passt bei mir in die Kategorie High-End. Und auch die Schaltung ist echt cool, weil, ich muss es mal zeigen, mir wurde das Rad hier hingestellt, mach mal ein Video, so nach dem Motto, oder wir machen mal ein Video. Und derjenige, der es ausgepackt hat, der hat nicht fertig gearbeitet. Also schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du das Video guckst. Nächstes Mal weißt du das dann auch. Die Schaltung funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Und das liegt einzig und allein daran, ich habe hier schon zwei so kleine Teile in der Hand. Das sind Akkus. Und sowohl der Umwerfer hat einen eigenen Akku bzw. einen kleinen Stellmotor. Weil diese Schaltung funktioniert kabellos. Also wir haben wirklich eine Schaltung, ein komplettes System hier vorne, wie hier auch hier hinten. Ich baue hier auch mal einen Akku ein, was komplett ohne Bautenzug funktioniert. Ich würde jetzt sagen, es ist sowas wie Bluetooth. Hier oben zwei kleine Taster, die können wir uns gleich auch nochmal im Detail angucken, weil die sehen auch cool aus. Ja, und damit schaltest du. Und das ist heutzutage möglich. Muss die Akkus natürlich einfach mal aufladen, aber erfahrungsgemäß halten die auch wirklich sehr lange. Also du musst jetzt in der Trikottasche nicht drei Akkus noch haben und während deiner Ausfahrt zweimal nee, die halten Wochen, Monate. Also die halten wirklich sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie viele tausend Schaltvorgänge kann man auch nachlesen. Ich habe es jetzt aber nicht im Kopf, aber aus Erfahrung heraus, also Schaltung gerade so, ja hier heißt es ja Axis. Kann ich sagen, so aus dem MTB-Bereich oder so, von den Rädern kenne ich es, bin ich auch schon mal gefahren, weiß ich, boah, das hält lange genug. Also Ersatzakku brauchst du nicht mitnehmen, ab und zu mal aufladen, bist du immer auf der sicheren Seite. So, aus Optikgründen sogar tatsächlich die Akkus, hier hätte ich rot gemacht, rotes Gehäuse, das hätte richtig gut ausgesehen, noch besser. Ja, ich meine auch die SRAM Red, die hatte auch mal eine Zeit lang immer noch so einen roten Strich irgendwo, aber jetzt nicht mehr, aber finde ich jetzt in dem Fall auch echt nicht schlimm, weil hier ist alles schwarz, alles hochglanzpoliert bzw. gebürstet. Kann sich echt sehen lassen und klingt auch echt gut. Der Kurbelarm ist hier übrigens aus Carbon und auch der Käfig vom Schaltwerk ist auch aus Carbon. Kommentare schreiben finde ich immer wichtig bei den Videos. Davon lebt ja das Ganze und ich freue mich schon riesig auf Kommentare bei diesem Fahrrad und ich bin immer am Überlegen, so welches Pedal ist eigentlich so das Pedal, was ich als Rennradfahrer nehmen muss, haben muss oder was empfiehlst du denn da? Weil ich bin mir sicher, der ein oder andere, der dieses Video sieht, der hat schon Pride. Ich meine, letztes Jahr gab es nicht unendlich viele Prides, dieses Jahr ist das etwas besser.
Aber mich würde echt mal interessieren, mit welchen Pedalen bist du unterwegs? Überlege ich jedes Mal so, welche Pedale nehme ich, welches System? Nehme ich ein ganz typisches SPD-System? Oder gibt es da noch irgendwas, wo du wirklich sagst, so, jo, das musst du unbedingt mal ausprobieren? Oder das solltet ihr auf jeden Fall in eurem Sortiment haben. Das würde ich gerne mal wissen, was da dein Tipp ist. Schreib das doch einfach mal in die Kommentare und vielleicht können wir dann auch mal ein reines Video über Klicksysteme und Klickpedalen machen. Ich bin da noch kein Profi, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich einfach viel zu wenig mit Klickpedalen fahre. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir kommen zum Cockpit und wir haben gerade drüber gesprochen, nur mal so am Rande, einen Triathlon-Aufsatz gibt es dafür auch, beziehungsweise einen kompletten Triathlon-Lenker oder auch einen Lenker, der einfach noch ein bisschen mehr Komfort gibt oder so, je nachdem, was da dein Anspruch ist. Das ist so, aber wenn man dieses Cockpit mal sieht, ist es extrem aufgeräumt, es ist ordentlich gemacht, auch hier finde ich absolut aerodynamisch, ganz wichtig. Und hier vorne haben wir schon eine Garmin-Halterung montiert. Ich glaube aber auch, die haben wir dazu konfiguriert. Die ist nicht serienmäßig im Lieferumfang. Aber an der Garmin-Halterung sollte es jetzt auch nicht scheitern, ehrlich gesagt. Wir können es noch einmal ein Stückchen hochheben. Dann können wir uns auch nochmal die Brems-Schalthebel-Kombination angucken. Und ich finde, ja, bei den Riso-Müller-Rädern sprechen wir immer vom Cockpit. Aber das hier ist in Wirklichkeit auch ein Cockpit. Also wenn man sich das mal so anguckt, das ist die Bremse so gesehen, eine Bremsfunktion, völlig logisch. Und hier kannst du schalten, also einfach ein kleines Fingertippen, ganz leicht und schon findet der Gangwechsel statt. Wo sind denn die Batterien versteckt für die... Die sind hier irgendwo unter diesem Gummi. Alles klar. So eine kleine Knopfzelle, 2032 würde ich jetzt sagen. Da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, die reichen Jahre, also da muss man gar keine Panik haben. Also, gibt auch eine App, gar nicht kann man sich dann den Akkustand immer anzeigen lassen. Ja. Also ist gar nicht erwähnenswert, meiner Meinung nach, wie lange hält der Akku oder nicht. Vielleicht gibt es da Leute, die sagen, sie ist so, nee. Ja. Aber auch hier dann, du siehst keine einzige Leitung, also Bremsen, kann ich ja sagen, die sind hydraulisch. Aber auch da, du siehst keinen Bautenzug oder Bremsleitung oder irgendwas. Also ist wirklich alles auf... Aerodynamik gemacht, alles super schön versteckt und ja, neben Aerodynamik auch wunderschön. Schöne Sattelstütze, auch aerodynamisch geformt, extrem stabil mit einem Selle Italia Sattel, der hier verbaut ist. Beim Sattel bin ich auch ganz ehrlich, das ist auch eine Sache, die muss eigentlich individuell ausgesucht, eingestellt, optimiert werden. Weil klar, ist ein Seriensattel drauf verbaut, der macht auch einen guten Eindruck, aber ob es dein idealer Sattel ist, weiß ich nicht, kann ich gar nicht sagen, weil ich aber auch weiß, ein Rennradfahrer, der kennt meistens seinen Sattel, der weiß schon, auf welchem Sattel der sitzen kann, auf welchem nicht. Also ich würde jetzt gerne sagen, ja, die Sattelstütze ist gefedert oder die... Das macht dir, glaube ich, keinen Sinn. Nein, macht keinen Sinn, sind wir uns einig. Ich würde jetzt sagen, die ist extrem steif. Also allein, wenn man sich die Form mal so anguckt, so, die ist ja nicht rund, die ist ja eher flach. Auch aus Carbon, gar keine Frage. Und dementsprechend, ja, aerodynamische Form. Also wenn ich sage flach, eigentlich geformt wie ein Messer, geht so durch. Brauchst Hilfe? Nee, ich kann das schon. Ich bin ja schon groß. Perfekt. Und das Rad ist ja auch nicht so schwer. Wobei, nee, über Gewicht haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wobei, das haben wir auch schon mal im ersten Video erzählt. Ich wollte ja nur mal vorstellen, so, dass es dieses Pride 2 auch in anderen schönen Ausstattungsvarianten gibt. Ich glaube, das erste Video war mit einer Ultegra aus dem Hause Shimano. Jetzt haben wir mal ein Rad mit einer SRAM-Schaltung vorgestellt. Ich finde das Rad wunderschön und auf jeden Fall wichtig, dass wir das zeigen, dass die Öffentlichkeit dieses Rad und daran teilhaben kann, an diesem wunderschönen Rad. Und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn du noch irgendwas gerne wissen würdest, dann schreib das auf jeden Fall auch einfach mal in die Kommentare, dann können wir das in einem weiteren Video mit aufnehmen. Und ja, ganz wichtig, Kanal abonnieren, Daumen hoch da lassen. Und gerne darfst du das Video auch teilen und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. Bis dann!